Hallo liebe Reiterinnen und Gerittenen, willkommen zurück bei diesem verschneiten Spiel namens The Secret of the Magic Crystal oder wie ich ihn lieber nenne, ja, der Einhorn-Simulator 2011. Wir haben ein paar Sachen schon besucht, gerade hat es hier geschneit und anscheinend wird jetzt schon wieder Sonne und ach, die Jahreszeiten, da komme ich eh nicht klar. Wir waren schon im Stall, in der Schmiede. Im Gehege, glaube ich, war das. Ja, mit dem Training, klar. Wir waren noch nicht in der Scheune. Und da würde ich sagen, machen wir uns erstes einen Abstecher. Und dieses Spiel, es gab ja einen riesen Ansturm, was mich ja ziemlich erfreute. Naja, sagen wir so. Die 20 abgegebenen Stimmen waren 16 auf Daumen hoch und 4 auf Daumen runter. Deswegen machen wir natürlich weiter und ach. Anleitung, okay. Scheune. Wenn dein Pferd krank wird, musst du das Stethoskop vom Tisch nehmen, um es zu untersuchen. Mit einer Spritze kannst du es heilen. Wenn dein Pferd gesund ist, kannst du versuchen, einen Zaubertrank zu mischen, indem du den Mörser klickst. Und im Buch auf dem Tisch findest du viele Rezepte. Ah, auf dem Mörser. Juhu, die ersten Waffen in dem Spiel. Wir können das Pferd mit einem Mörser bombardieren. Ach nein, nicht so ein Mörser. Verdammt, ich habe jetzt gerade einen anderen gehofft. Zauberrezepte. Oh. Ach, die müssen wir uns auch alle kaufen. Na super. Aber der Zustand scheint hier komplett blau zu sein und der Geist ist auch noch hoch von dem Pferd. Oh Gott, jetzt habe ich mir was gekauft, was ich gar nicht wollte. Kleines Kobold hat dir ein Geheimrezept geraten. Erhöht Schnelligkeit und Ausdauer. Ist das permanent oder. Wir können es ja mal probieren. Rosa Canina. Thymus und Beta sieht aus wie hier rote Rüben. Okay, merken wir uns das mal. Wir probieren es mal aus. Ja, sorry, habe ich jetzt weggeklickt, aber bevor ich es wieder vergesse. Das war's. Dann war es Thymus, genau, und rote Beete, genau. Get ready! Okay, seid bereit! Und zwar panisch nach rechts zu drücken, panisch nach unten zu drücken, panisch wieder nach rechts zu drücken. Ich hoffe, jetzt mache ich sie mal ordentlich nach unten zu drücken. War nun gut, verdammt. Zweimal gut, zweimal perfekt. Also ich muss fast wirklich auf diesen Gegenstand sein. Und wir haben einen neuen Mischzauber gemacht. Und jetzt? Du hast erfolgreich eine Kombination gefunden. Ach, guck mal, ach nein. So, Zaubertrank. Dein Zaubertrank ist fertig. Nimm ihn vom Mörser und gib ihm dein Pferd. Ja. Hier, schluck! Oh, du bist voll mit dem Kopf gegen die Leiste gekommen, aber das hat dir nicht geschadet. Ja, super. So, Morisa, damit du wenigstens mal ein bisschen. Ich mach mal Pferd untersuchen. Damit wir auch dieses toll untersuchen hier, dieses Pferd. Dein Pferd ist gesund. Ach, echt. Ach, schade. So, damit haben wir eigentlich alles erforscht hier auf dem Bauernhof, wenn ich das so sehe. Wir können maximal Upgrades kaufen. Mal gucken. Ja, ich weiß, dass es ein Stall ist. Das habe ich schon mal mitbekommen. Was kostet ein Upgrade? 200 Gold. Wenn du den Stall upgradest, kannst du wertvollere Gegenstände für dein Pferd im Shop kaufen. Ach stimmt, wir können auch Shop-Gegenstände im Pferd kaufen. Hey. Hey. Ja, Stahl, da will ich rein. Los, betreten. Verdammt, reagiere du Maus. Los. Und jetzt haben wir. Ja, ich weiß es. Wie oft sollen die Anleitungen noch kommen, bitteschön? Klicke auf das Shop-Symbol, um neue Produkte für dein Pferd zu kaufen. Jedes Produkt ist einzigartig und steigert die Leistung deines Pferdes. Versuche, passende Produkte für dein Pferd zu finden. Ich weiß ja nicht mal, was passende Produkte für mein Pferd sind, was mein Pferd so alles passt. Keine Ahnung. Warum haben wir eigentlich schon wieder Geld verloren? Haben wir das geupgradet oder was? Das Gebäude. Okay. Was haben wir hier? Preis 49. Erhöht Ausdauer, Schnelligkeit. Level 1, Level 2, Level 1. Stärke und Ausdauer. 116 können wir uns richtig noch leisten jetzt. Boah. Los. Hier haben wir auch noch Rezept. Geht sogar noch weiter runter, oh Gott. Nee. Hier. Was passiert hier? Ich hab doch gerade was gefunden, was so Level 2 war, so richtig gut. Hier.
Und was machen wir jetzt? Was ist das eigentlich? Ist es ein Anhänger oder was ist das? Und eine Leuchte, die können wir so richtig schön auf sein Horn setzen, die Leuchte. Pff, rangeklebt, rangekleistert. Und jetzt, ja, ich will ausrüsten. Achso, jetzt können wir die Lampe für dein Pferd. Dann macht ja sowas von überhaupt keinen Sinn. Durch die Lampe im Stall wird das Pferd auf einmal viel besser. Klar, und welche Drogen hat der Entwickler sonst noch genommen? Ey, was hat die Lampe mit der Leistung eines Pferdes zu tun? Jetzt fühlt sich das Pferd schon viel wohler, dadurch, weil du eine tolle Lampe hingestellt hast. Ja, das Tor, ich weiß. Ey, können wir das nicht irgendwie aufschalten, diese Information? Ich guck mal kurz nach. Einstellungen. Einstellungen. Anleitung. Ah, können wir wahrscheinlich... Facebook, ganz wichtig, man kann hier Facebook sofort klicken. Nein, will ich... Ich überleg gerade, ob ich... Na, vielleicht können wir dann doch noch neue Sachen machen. So, damit wir noch was Neues sehen. Zurück. Oh Gott, ja. Was war das gewesen? Hier war Mission. Ein Rennen schicken. Ja, wir lassen es mal Moritz zum Rennen schicken. So wie spät, so schwer wie das Spiel ist, wird es bestimmt nicht schaffen, ein Rennen zu bekommen, aber noch gucken. Also, Sturzsympath, du mit deinem Dirt 3, das ist ein Scheißdreck dagegen, werde ich dir gleich zeigen. Das lokale Pokalturnier für das schnellste Pferd. Lokale Pokalturnier für das stärkste Pferd. Das beste Pferd der Dörfer um die Umgebung. Hä? Sprint, Turnier mit Hinderslaufstrecke. Einfaches Turnier im Jagdspringwald. Machen wir mal Sprintreiten. Also, bereitet euch auf zahlreiche Echsen vor. Morissa ist richtig. Morissa ist jetzt auf Platz, auf den 10. Platz. Morissa freut sich auf den nächsten Sprung. Oh, ein schlechter Sprung für... Achso, ich muss jetzt aber eine Stimme sprechen. Ein toller Sprung von Morissa. Ein schöner Anlauf für den nächsten Hindernis. Morissa ist jetzt auf dem 10. Platz. Immer noch. Morissa läuft zum nächsten Zaun zu. Schöner Sprung, Morissa. Jetzt kommt ein schwieriger Stück. Oh, das war ein schlechter Sprung. Benedikt von Morissa. Morissa ist in den richtigen Winkel gelaufen. Oh, schade, Schluck. Oh, Benedikt von Morissa. Morissa in den richtigen Winkel gelaufen. Läuft im nächsten. Oh, schlechter Sprung von Benedikt. Weiß, Morissa läuft im nächsten Zaun zu. Oh, schlechter Sprung. Morissa. Morissa freut sich auf den nächsten Sprung. Morissa ist jetzt auf dem 10. Platz. Ja, kommt das jetzt alles? Oder? Okay, drück mal OK. Hört mal ab. Vielleicht kommt dann mal langsam bessere Möglichkeiten. Also Rennen bringt uns anscheinend nicht so viel und jetzt ist schon wieder die Uhr hier, wo ich eigentlich gar nicht erkennen kann, was das jetzt bedeutet. Jetzt geht es hier irgendwie... Warum geht der Zeiger eigentlich gegen den Uhrsinger? Gegen den... Ach so, wahrscheinlich, wenn es dann 12 ist, ist es fertig, oder was? Möglich wär's. Beobachten wir es mal. Jetzt sind wir jetzt alle gespannt. Jetzt nur noch 15 Sekunden. Und lass uns alle den Countdown anfangen. Los! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Morissa, du bist zu früh da. Das war nicht cool. Und was ist jetzt? Hast du irgendwas bekommen? Der Zustand ist von dir schlechter geworden. Aber du erholst dich wieder. Und dein Geist ist irgendwie auch abgenommen. Was haben sie dir beim Rennen angestellt, dass du Geist verloren hast? Flug ziehen. Na gut, dann machen wir hier Flug ziehen. Ich hoffe, du bist stark genug. Du hast ja hier so eine tolle Lampe bekommen, die so ein bisschen stärker macht. Ich brauche Geld, Morissa. Jetzt sei mal ein ordentliches Pferd und lass uns mal hier Geld kassieren. Können wir das noch schneller machen? Nein, können wir nicht. Mit linke und rechte Mausfeil. Taste. Geht nichts schneller. Warum können wir nicht vorspulen? Und gehen zum Bauernhof? Können wir jetzt machen? Eigentlich gar nichts. Ach da, guck mal. Ein Kleeblatt wurde gefunden. Yeah! Schon wieder. Boah, die sind auch sowas von schwer zu finden, die Kleeblätter. Also müssen wir jetzt die ganze Zeit... Ach nö. Bist du zurückgekehrt? Du hast deinen Gegenstand gefunden. Drüben. Du hast Geld verdient. Wieder nur 30. Okay, muss ich jetzt die ganzen Missionen machen? Na, dann komm mal, Morissa, wie geht's dir? Dann betreten wir mal. Ist Morissa jetzt halb am Krepieren? Ihr Geist hat wieder mal abgenommen. Ach, da können wir mal.
ab zur Scheune. Jetzt will ich mal gucken, ob was passiert, wenn wir sie striegeln und knebeln und... Ach nee, ach du, ich kann mal ein Stethoskop untersuchen. Hier. Das Pferd ist gesund. Ja, ich weiß. Okay, dann nicht. Und dann gehen wir mal zum Stall. Oh, ja, oh toll. Ja, und jetzt werden wir das mal schön hier. Komm hier, deine tolle Mähne. Tolle Mähne hast du. Du hast eine tolle Mähne. Aber das wird rot hier, ich weiß nicht. Aber gleichzeitig steigt der Zustand da wieder, der Geist. Wir grauen seinen Kopf und da erhöht sich der Geist des Pferdes. Super. Nehmen wir lieber hier nicht Hufe, sondern pflege dein Pferd, dann können wir wenigstens ordentlich eine große Fläche haben und da. Nee. Was ist das? Kennt ihr diese Sachen, diese Lose, diese Rubbellose? So erinnert es mich gerade. Los, Marissa, du bist mein Rubbellos. Du bist mein Rubbellos, Marissa. Ja, ja, ja. Sehr schön. Und jetzt hast du wieder totalen Geist. So, wir gehen mal ins Gehege. Wir müssen Marissa trainieren. Das muss ein starkes Pferd werden. Damit es den nächsten... Ja, ich weiß... Und Stärke 8 hat es nur, Schnelligkeit 30, Ausdauer 63, Geschick 37, Reflekt, Intelligenz. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwas bringt. Wir brüsten Schnelligkeit. Mach mal Hindernislauf. Mach mal Hindernislauf. Dieses Training verbessert die Stärke und die Reflexe deines Pferdes. Na dann mal los. Stärke haben wir eh so wenig für dem Pferd und ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles machen soll. Während des Trainings erscheinen Pfeile auf dem Trainingsfeld. Wenn der Pfeil vorüber ist, beginnt dein Pferd sich zu drehen und dann kannst du die jeweilige Taste drücken. Du bekommst dann eine Rückmeldung. Am Ende des Trainings erhältst du eine Punktzahl, je nachdem, wie dein Pferd beim Training abgeschnitten hat. Yeah, dann lauf los! Get ready! Spannung! Yeah! Nach rechts und dann nach oben! Juhu, gut so, Marissa, mein kleiner Fohlen. Nein, du bist ja schon erwachsen. Ach, mein Gott. Also, ich sehe schon kommen. Wir müssen dann hier zigtausend Stunden an Training nehmen, nur damit wir extra Marissa perfekt durch die Gegend transportieren und damit mal ein Rennen gewinnt. Ich habe auch keine Ahnung, was denn mir das bringt. Wir sollen ja eigentlich diese magischen Kristalle finden, aber... Aber anscheinend interessiert es den Leuten hier im Pups sonst und wir sollen hier, keine Ahnung, dieses ganz komische Marissa-Einhorn trainieren. Und ich weiß auch gar nicht, was es mit den Kristallen zu... Also okay, es verstärkt die Eigenschaften der Pferde, haben wir ja im Intro kennengelernt. Aber wozu brauchen wir sie dann? Ich verstehe es nicht. So. Finnisch! Sie kommt aus Finnland, deswegen Finnisch. Ha. 100%, mal endlich haben wir durch perfekt 100% bekommen. Na, das ist doch super. Mal gucken, was das Ergebnis dafür ist. Ja, Höchstniveau und so. Stärke 45. Wow, das hat am Anfang nur 8 gehabt. Ja, das ging ja mal richtig gut voran, muss ich mal sagen. Schlitten ziehen. Ausdauer und Stärke. Und was macht das hier? Schnelligkeit und dynamische Reflexe. Also Schnelligkeit... Ist Marissa echt lahmarschig, deswegen machen wir den Dressurplatz und lesen nochmal vor in der bewährten Stimme. Dressur. Ach nee, guck mal hier, jetzt viel Zustand meines Pferdes. Ach, egal. Für das Training brauchst du als. Brauchst du. Für dieses Training brauchst du. Ein Wochenende ist nah und ich spiele dieses Spiel, das ist super. Ist das jetzt immer dasselbe? Nur mit einer Umgebung oder was ist das? Ja, los, Marissa, latsch. Ach nee, du latschst ja gar nicht. Oh, ob ich den Pfeil erwische? Ich weiß ja nicht. Oh, der war nur gut. Ach nee, den habe ich nicht richtig erwischt. Gut, wieder nur gut. Warum? Was? Das kann doch nicht sein. Zu spät? Also nee. Ja, okay, dann machen wir gleich nochmal. Wahrscheinlich ist Marissa einfach ein Ziel. Oh. Marissas Zustand hat sich drastisch verändert. Und dann gehen wir mal zuerst in den Stall. Oder was, in die Scheune? Wo ist denn der große Unterschied zwischen Stall und Scheune? Wir wollten in die Scheune gehen. Und ich will mal gucken, ob Marissa nun endlich mal krank geworden ist nach diesen Strapazen. Ja, ich weiß. Pferd untersuchen.
Nein, es ist immer noch gesund. Ja, und ich weiß, dass das hier im Buch ist. Sehr schön. Ich will aber mein Pferd wieder als Rubbellos benutzen. Und deswegen gehen wir ins Gehege. Los. Nein, das war doch falsch. Ach, die Namen irritieren. In den Stall gehen wir. Da müsste es, glaube ich, richtig sein. Ja, genau. Hier ist richtig. Und dann machen wir Pflege. Hufe brauchen wir nicht. Pflege, dein Pferd. Yeah. Und es verbessert sich auch der Zustand des Pferdes. Nicht nur Geist, sondern auch Zustand. Jetzt kam gerade ein ganz großes grünes. Ja. Yeah. Also Hufe und sowas und Mähne werde ich einfach gar nicht erst machen, weil ich das sowas von schwachsinnig finde, wenn man hier eine viel größere Oberfläche hat und dasselbe Ergebnis führt. Oh, überall glitzert da schon groß grün hier. Das sind aber schöne große grüne Sterne, die hier überall rumglitzern. Ja, Marissa, ja, braves Pferd, ja, braves Pferd. So, und jetzt hat es wieder einen tollen Zustand erreicht und ich würde mal sagen, wir gehen noch einmal zum Tor. Werden Marissas Stärke, neu gewonnene Stärke nutzen. Und einfach die Mission mit dem Flug machen, Karren. Nee, wo war das? Milchmann? Na doch, Karren. Der Förster bittet dich, ihm mit seinem Reiskarren zu helfen. Okay, los, Marissa! Und wir müssen schon wieder warten. Ach nee, das habe ich ja ganz vergessen, stimmt ja. So, was kann ich euch erzählen? Ja, dieses tolle Spiel. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder Geld bekommen und dann können wir auf den Bauernhof mal gehen. Was mich interessiert, jetzt haben wir ja die Scheune aus Versehen geupgradet oder den Stall getreten. Müsste doch jetzt eine Stallstufe 2 sein. Ja, ich weiß. Und können wir uns, wie können wir uns ein neues Pferd kaufen? Ich mag Buches ja nicht. Stallvorschlagsnummer. Können ihr nichts ändern, na gut. Gehe zu Bauernhof. Boah. Diese Spannung. Wird Marissa die Strecke überleben? Sie ist schon wieder von der Mission zurückgekehrt. Na, hast du uns was mitgebracht? Ja, du hast schon wieder irgendwelche Pflanzen gefunden. Ich weiß nicht, wie du es machst, du Pferd. Einfach irgendwelche Pflanzen auszureißen, sind auch nicht so gut. Aber anscheinend machst du es, ja. So, und uns wird mal Geld übertragen. Da würde ich sagen, war's das für heute und wir sehen uns dann, je nachdem, beim nächsten Mal wieder und mit diesem wunderschönen Regenbogen, der schon wieder vergeht, wünsche ich euch noch ein erholsames Wochenende und ja, das braucht ihr jetzt, nachdem ihr dieses Video gesehen habt. Tschüss euch allen.